Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon The Enforcers. Wir haben in der letzten Folge die Elite 4 besiegt, die Elite 4, und werden uns heute den Champ entgegenstellen. Aber bevor ich das mache, noch ein paar Elixiere für Glurak. Und ich würde sagen, für den anderen auch. Ein paar Minuten kommen auch noch dran, gut. Und wollen wir mal schauen, was dieser Champ denn so zu bieten hat, beziehungsweise Mitsuomi. Und ist der Gang lang. Und die Tür ist zu. Endlich bist du hier, Tobi. Ich wollte Silver nicht glauben, aber du bist es wirklich. Du hast Lance besiegt. Du wolltest auch mal gegen Lance kämpfen, ich weiß. Wieso hast du eigentlich nicht gewartet? Ich musste es tun. Es tut mir leid, Tobi. Gut, dann werde ich eben später einmal gegen Lance kämpfen. Doch zunächst einmal muss ich dich besiegen. Ich habe seit dem Kampf in Burngusto darauf gewartet, Tobi. Ich werde es dir nicht leicht machen. Denn das ist jetzt der Kampf um den Titel. Na toll. Warum hast du auch ein Podium? Whirlpool. Klasse. Ich wusste es. Wenn ich bloß gegen Hikari gewonnen hätte, hätte ich genau gewusst, dass ich hier auch gewinnen kann, aber... Das wird wohl vorerst nichts. Drillpack, na klasse. Ja, und Hypertrank setzt da auch noch ein. Bohrschnabel. Und wieso zum Mittag nochmal das Bohrschnabel so gut? Das ist ja, naja, was soll man sagen, er hat eben ein ausgewogenes Team, ne? Ja, der Whirlpool. Alter, wie ich dich hasse, ne? Trotzdem noch so viel abziehen wie nur irgendwie möglich. Und leider werden wir von Whirlpool wieder erfasst. Ne, wir sind aus dem Whirlpool raus. Cool. Ich bin beim Überlegen, ob wir unsere alte Strategie wieder anwenden. Erst mit Papinella paralysieren.
Und und mit allen anderen angreifen. Die Strategie hat ja an sich gut geklappt. Aber wer weiß, ob sie jetzt klappt. Denn das ist ja die Frage, ne? Bronzong. Nee, das mal nicht wechseln. Ja, paralysiert, das ist sehr gut. Vielleicht hätten wir die Strategie auch bei Hikari ansetzen sollen. Shit. Fehl? Moment. So ganz fehl ist es nicht. Nutzen wir die Zeit? Dann wollen wir doch mal gucken. Es gehört zum Typ Stahl, aber auch zum Typ Käfer. Sehr schön, dass dein Angriff steigt, aber das ist mir eigentlich gerade vollkommen Wumpe. Ja. Meter Cross. Also ich muss sagen, wir fahren gerade echt extrem gut. Eisenabwehr. Naja, ob das gerade so gut ist bei dir, weiß ich nicht. Bezweifle ich, aber naja. Er hat noch einen Blurak, ne? Dagegen werden wir Bibi fast benutzen. Bibi fast und seine Wasserattacken. Sehr schön. War mir klar, dass er das irgendwie einsetzen würde. Papinella. Hoffentlich klappt es. Nee.
Surfer! Also das ist fast Level 70, das Viech. Na? Papinga wird Level 60, das ist top. Warte mal. Ich möchte gerne mit Papinella voll reingehen. Ich sehe aber schon kommen, dass ich down gehe. Wenn Psychokinese voll trifft. Und so ist es auch. Oh Mann. Ja, ist es wirklich wahr? Werde ich jetzt am letzten verkacken? Psychokinese ist eine verdammt starke Attacke. Das muss ich zugeben. Das muss ich leider zugeben. Das ist scheiße, ich gehe hier drauf. Oder vielleicht noch nicht. Verdammt! Warum? Da werde ich keinen Belieber mehr haben, ne? Dann sehe ich alt aus. Mann, warum muss das auch so eine scheiß starke Attacke sein? Jetzt sieht es langsam eng aus. Jetzt sieht es wirklich langsam eng aus. Psychokinese, danke.
wurde von Psychokinese getroffen, danke. Bitte geh nicht down. Dieses Mistviech. Warum musst du auch so ein starkes Viech haben? Das habe ich wirklich bloß noch meine drei Stäbchen. Und mehr habe ich dann wirklich nicht. Bitte funktioniere, funktioniere. Oh. Danke. Wie es aussieht, funktioniert sehr nicht mehr, ne? Der könnte es wirklich wahr sein? Was fehlt? Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich habe den Ezekiel Champion Mitsuomi geschlagen! Wie geil! Oh. Du bist echt stark geworden. Ich bin zwar traurig, aber auch gleichzeitig glücklich. Glücklich darüber, gegen den neuen Champ gekämpft zu haben. Oh. Jetzt muss ich mich erstmal kurz beruhigen. So, meine Waschmaschine ist fertig, ja. Der Kampf eben war. War wirklich eine Spur zu heftig. Alleine während des ganzen Kampfes eben. Kam. Da war mir echt komisch. Das hat sich so angefühlt, als wäre ich in einer kompletten Schräge kämpfe und ich jeden Moment runterfallen würde. Ich kann nicht genau beschreiben, wie sich das angefühlt hat, aber es hat sich total komisch angefühlt und einfach nur wow. Tobi, wie soll ich es dir jetzt sagen? Sag nichts mit so Sohn. Komm bitte wieder zurück zu den Enforcers, damit ACK wieder sicher ist. Du hast vollkommen recht, Tobi. Da du ja der Champ bist, bist du nicht mehr Mitglied bei den Enforcers. Sorry, aber du bist wichtiger für die Enforcers. Ich scheine doch wohl unersetzlich zu sein, was, Tobi? So ist es. Es wird Zeit fürs Hall of Fame. Folge mir. Trete näher, Tobi. Ich bin mir im Klaren, dass du alles durchmachen musstest, um der Champ zu werden. Dir ist bewusst, dass deine Pokémon immer für dich da sind
So behandle sie mit Respekt. Es sind deine wahren Freunde. Diese Maschine wird dich und deine Pokémon im Hall of Fame von ECK verewigen. Dann mach mal. Sienna, die Credits! Na gut, dann schauen wir uns die Credits an. Das Spiel ist aber an sich ja noch nicht vorbei. Denn ich denke mal, es wird uns noch einiges in ECK erwarten. Vor allem gibt es noch einige DLCs, die ich unbedingt machen möchte. Und soweit ich und so wie ich gehört habe und vor allem auch gelesen habe, macht sich der Entwickler im Sommer jetzt wieder daran, das Spiel ein bisschen zu entwickeln. Und ja, das heißt, es werden bestimmt noch einige DLCs kommen. Und vor allem, ich habe noch keine legendären Pokémon gesehen. Na gut, gesehen schon, aber wir haben sie nicht fangen können. Das ist geil. Pikachu in Super Saiyan 3 Form. Echt geil. Echt geil. Aber, wow. Ach, sieh mal an. Ach, schon zu Ende? Hätte ich nicht gedacht, dass die Credits jetzt schon zu Ende sind. Na, sie end. Durchgestrichen. To be continued. Das ist schön, dass es fortgesetzt wird. Fuente City. Der Kartenladen in Fuente City hat jetzt geöffnet. Wäre gut, wenn du sie mal besuchen würdest. Ja. Wieso nicht? Warte mal, wie viel haben? Boah, wir haben noch ganze... Was? Warte mal. Noch ganze 17 Stück. Aber erstmal sollten wir ins Pokémon Center gehen. Das war wirklich hart. Das war wirklich hart. Wir werden erstmal ins Pokémon Center gehen. Ich werde die Folge hier beenden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid zu Pokémon ZNVSS. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und haut rein. Ciao.